Weil mir fällt echt nichts mehr ein. Okay. Schicken wir schon mal die Sachen rüber. Also Hoagie braucht im Augenblick nichts mehr, soweit ich weiß. Ah ja, wir müssen erstmal schicke ich mit Hoagie die Briefmarke zurück. Vielleicht klappt es dann ja. So, Briefmarke zurück. Nehmen wir die Briefmarke und benutzen die Briefmarke auch gleich mal mit dem Ding. Vertrag mit Hamstergenerator war falsch. Vertrag mit Fred. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Vergiss es, ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Vergiss es, ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich lasse Purpur für verrückt erklären. Ich bestach. Ich glaube, ich kann nicht. Hey, bist du in einem Verein? Ich glaube, ich kann nicht. Hey, bist du in einem Verein? Guter Gott, nein! Diese Dinger sind grausame, geldsaugende Todesfallen! Da ist ein Lieferant oben mit einem Karton voll einfachen 8-Spur-Stücken für Sie. Er sagt, Sie müssen sie bezahlen. Ach, nicht schon wieder. Solange Sie nicht diese Rücktrittserklärung unterschreiben. Ah ja, genau, so kriege ich ihn dran. Danke, das war knapp. Nun, viel Glück. Genau, so haben wir das. So muss man das machen. So, jetzt können wir den Vertrag zurück an Hoagie schicken. Der kann sich den Vertrag einsacken. Und kann ihn per Post verschicken. Weil der Vertrag muss aus der Vergangenheit kommen. Und zwar aus der sehr alten Vergangenheit. Weil jetzt ist es ja in der Gegenwart schon zu spät mit dem Vertrag. Also ab dafür. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir, Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger! Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein, bitte ein Reisebüro, das ist ein Notfall. Okay, und er will gleich Urlaub machen. So, das heißt, Fred hat jetzt 2 Millionen Dollar, die wir für die Diamanten brauchen. Gut. Erst einmal wollen wir uns aber bei Hoagie jetzt fertig machen, weil jetzt brauchen wir Hoagie gar nicht mehr. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Also helfen wir erstmal Ben Franklin mit seinem Drachen. Der Laborkittel ist nämlich wetterfest. Ich hab hier was für dich, Mister, Mister... Mister Superhirn? Gib schon her! Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha! Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen, wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Später am Tag. Ja, jetzt haben wir Ben geholfen, seinen Drachen zu machen und netterweise Nein, hatte das... da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten?
Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Okay. Hoffentlich. Erst einmal benutzen wir die Batterie. Ups. Welchen Teil des Wortes jetzt hast du nicht verstanden? Na? Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ich glaube, ich möchte... Ich hab's. Ich hab's. Wunderbar. So, jetzt nochmal. Batterie mit Drachen. Und dann drücke... Jetzt. Drachen. Genau. Yippie! Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Dong. Renn um dein Leben. Später. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein. Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Ah, zum Glück hat er die Batterie fallen lassen. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Was ist ein Hoagie? Okay. So, wir haben die aufgeladene Batterie. Und damit sind wir in der Vergangenheit fertig. Also benutze Batterie mit Stecker. Boah. So, Hoagie ist fertig. Jetzt müssen wir anfangen, Laverne wieder Sachen zu schicken, die sie noch braucht. Also auf jeden Fall den Lachomat. Den kann sie schon mal einsacken, weil unser Mensch, den wir zum Ding anmelden wollen, also er hat... Erst einmal, als Preis kriegen wir ja eine Essenskarte. So kriegen wir den Wächter aus dem Zwinger weg und so können wir die anderen Menschen, also die Edisons, freilassen, dass der Wächter neben der Uhr sie jagen kann. Also wollen wir den Wettbewerb gewinnen. Das ist der Grund, warum wir die ganze Chose hier machen. Zusätzlich müssen wir Laverne die ganze... Das würde nicht reinpassen. Hä? Mist. Ich hätte schwören können. Benutze 50er mit Bonbonautomat, so vielleicht. Seltsam, dieser Bonbonautomat scheint nicht in Betrieb zu sein. Ob das wohl etwas mit meinem Schlag mit der Brechstange zu tun hat? Hm. Ach ja, okay. Wir müssen es mit Bernhard also machen. Stimmt, ich dachte, wir müssten es mit Laverne machen. Nämlich Laverne braucht auch das Hemd hier später. Für den Hamster, den wir die Gefriertruhe gesteckt haben. Benutze Hemd mit Trockner. Und jetzt benutze 50er mit Münzschlitz. Später am Tag. Wow! So. Entweder liegt das Ding jetzt ewig lang im Trockner, dass Laverne es in der Zukunft holen kann. Auf jeden Fall braucht sie noch was von uns. Nein. So, sie hat nämlich jetzt die Lachmaschine, sie hat die Nudeln. Also ja, die Lachmaschine für das Lachen von unserem Menschen, die Nudeln für die Haare. Und die Zähne für das Lächeln. Ah, aber erst einmal hoch zur Eistruhe. Und den Hamster rausnehmen.
kann nicht. Sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Genau, ein gefrorener Hamster, den wir jetzt da rausholen. Der Blick. Ja, wir haben einen gefrorenen Hamster. Er ist steif gefroren. Genau. Und ich glaube, dank Bernhard und den ganzen Münzen, die wir reingeworfen haben in den Trockner, läuft er jetzt 200 Jahre lang durch. Also zur Tür. Genau. Öffne Trockner. Öffne Trockner. Und nimm Pullover. Oh, süß. Jetzt ist er auf Puppengröße. Genau, der ist jetzt durch das ganze Trocknen so weit eingelaufen. So. Hamster mit Mikrowelle benutzen. Einmal auftauen, bitte. Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh oh. Okay, er ist ein bisschen getoastet. Das war witzig, aber nur weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Ja, das ist eine schöne Umschreibung von Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Er sieht immer noch unterkühlt aus. Ja, deswegen kriegt er von uns einen schönen Pullover. Das sollte ihn aufwärmen. Knusprig warme Hamster. Ich wünschte, ich hätte etwas Formaldehyd. Will sie ihn umbringen und dann ausstopfen? Nein. Sowas machen wir doch nicht. Gut. Wir präparieren jetzt unseren Freund hier oben. Also ja, es gibt hier jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir stecken unserer Mumie hier das Namensschild an. Jetzt kannst du gehen. Und die Rollschuhe. So, und dann drücken wir ihn mal ganz doll. Super. Ja, das ist der Geist. Jeder wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der Show beginnen. Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Gut, wir haben die Sitze gefüllt. Und jetzt zeige ich euch mal, was passiert. Also wir haben unseren Superman hier noch nicht rausgestylt. Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. Also wenn ihr meint, das war witzig, dann hört mal jetzt... Doktor! Was gibt's? Ist jemandem schlecht? Wir können hier keine Kranken gebrauchen. Nun, Ich habe sie alle selbst untersucht. Sie machen einen kerngesunden Eindruck auf mich. Ausgenommen der Tote. Und jetzt lasst mich allein. Ausgenommen der Tote. Aber der darf auch dran teilnehmen. Okay, reden wir mal mit den Preisrichtern. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Hey, möchte jemand ein Geschenk? Was glaubst du, was wir sind? Menschen? Menschen! Okay, die lassen sich schon mal gut unterhalten. Also, jetzt können wir sie nach den drei Kategorien fragen. Wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Ja, die bewegen sich komisch. Wie üblich hat Harold keine Konkurrenz. Genau. Ja, das war schon mal nichts. Bei der mit seinen Sachen im Haar.
Wann wird endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Puh, dieser Harold weiß wirklich, wie man die anderen aussticht. Ich kann mich in seinen Schneidezähnen spiegeln. Erster Platz. Hm.